Ja, hallo, da sind wir wieder zu einer neuen Runde Green Hell. Wer ist denn noch da? Oh, ich bin auch wieder hier. Schön. So, irgendwie hatten wir. Ich weiß gar nicht, ist es schon so spät? Ja, ist schon wieder 17 Uhr. Wir wollten hier die Typen holen, aber ich glaube, die holen wir erst morgen. Bin gerade geneigt, hier einfach noch ein Bett hinzuknallen, damit wir beide pennen können. Und dann geht die Zeit schneller um. Dann baue ich hier noch, so einen Unterstand hin. Dann mach doch so ein Bettchen hier. Einfach nur so. Warte mal. Ich schlafe auch auf dem Palm. Nee, mach nicht. Ach, Quatsch. Was ist da dran? Ja, aber warum? Weiß nicht. Aber nicht darüber. Das ist Quatsch. Da können wir kein Bett runterbauen. Oh, schicki. Wir haben ja genug Material hier. Das ist ja nicht. Ist ja alles da. Ja, mach mal. Da müssen halt auch lange Stöcke rein, ne? Die haben wir nicht mehr wirklich. Hier ist nicht schlimm. Da hole ich welche. Dafür sind es nicht. So. Regnet auch schon wieder die ganze Zeit, ne? Echt schlimm. Ja, ist aber zumindest kein Wassermangel, ne? Das ist richtig. Das ist halt auch komisch, dass die haben halt angegriffen und dass die Brüder jetzt nicht merken, oh, die sind überfällig und kommen dann einfach nicht. Ja, ich finde es gut, dass die Säumaschinen wegbleiben, die Kollegen. So, da auch noch Palmenblätter. Wo haben wir denn hier welche? Ah. So, hier schon mal das Bettchen zimmern. Wo bist du? Ich bin hier im Wald und hol Holz. Ah, okay. Dann hol mal Holz. So, dann hole ich noch mal ein paar Palmblätter fürs Dach, ne? Brauchen wir ja dann auch. Haben wir. Wir müssen da wahrscheinlich auch noch mal Essen besorgen, ne? Ja, da wird ja was sein, denke ich mal. Also, unten, ja, Fischfalle. So, Palm Bread. Oh, ich habe hier mal so einen Vogel gefangen. Den können wir mal auf den Grill packen. Ich habe hier so einen blauen Vogel gerade geschossen. So einen Papageien. Nur zumindest ein Stückchen Fleisch. Brauchst du noch irgendwas? Nö, alles gut. Okay. Ich bin hier am Tüdeln. Das ist alles klar. Na, hätte ja trotzdem sein können, dass du Hilfe brauchst. Nö, ist alles da. Palmblätter sind da hier noch auf Vorrat. So. So, Falle, Diskusfisch, sehr schön. So. Dann hau ich hier nochmal so einen, ne? Fisch auf den Grill. Hier noch sowas. So, haben wir hier noch irgendwas, was ich essenstechnisch anbieten kann? Naja, Schnecken, guck mal. Gute Sache hier. Hier wird leider ein paar Schnecken. So, dann mache ich hier mal ein bisschen Kleinholz. Das muss in dem Feuer. Ne, da ist noch genug drin. Was brauchst du? Ne, ich habe jetzt nicht geguckt, ob im Feuer genug drin ist, aber da ist alles noch drin. Da ist genug drin.
So, machen wir hier mal mit allzu clean. So. Es regnet in einer Tour, das ist richtig deprimierend, ey. Ja, Regenwald halt, ne? Okay. So. So. Gut, wollen wir dann einfach pennen oder was? Ja, warte, ich guck mal gerade. Ich muss hier noch was essen. Wimmel da hier schon wieder die Vorräte weg. Aber gut. Ich hab ja hier noch eine Schnecke, warte. Zack. Gut. Achso, ich wollte ja mal gucken in dieser Kacke, die Falle hier. Nach was wolltest du gucken? Die Schlingenfalle, ob da was drin ist, weil die habe ich gespannt. Alter. Und? Da hängt ein Schwein drin. Ernsthaft? Wo bist du? Ich will es sehen. Ist ja abgefahren. Wo bist du? Hier oben. Ah, nee, da will ich nicht hin. Da ist gefährlich, oder? Was? Warte, ich komme. Ich will es sehen. Ja, ist ein bisschen... Ach krass, okay. Dramatisch. Es lebt auch noch. Ist mal weggemacht. Na, machst du es gerade weg? Na. Ich hab's auch gehoben. Das lebt noch. Ja, jetzt können wir es da einsparen. Ach je. Also so fängt man die also ein, die Viecher. Hm, kannst. Ach so, das ist jetzt. Ach so. Ah, okay. Und jetzt kann man ein Gehege bauen und dann. Aber es sieht jetzt so tot aus. Also bei mir liegt es. Nee, bei mir poppelt es. Okay, bei mir liegt es auf der Seite. Ja. Ich kann hier ein Tierpferch bauen. 13 langer Stock. Aber bei mir liegt es jetzt so auf der Seite und ist tot. Nee, das poppelt halt nur. Also ich könnte jetzt hier so ein. Ne? Weiß nicht, ob das noch lebt. Also nein, es poppelt. Alles gut. Bei mir poppelt es noch. Ja, aber warum liegt es denn dann? Weil die Füße und Beine zusammen, damit es nicht wegrennen kann. Mensch, ey. Ah ja, man kann es lösen. Willst du jetzt ernsthaft das bauen? Weiß ich nicht, ich hatte jetzt gedacht, wir probieren es mal aus, aber nee, müssen wir dann auch. Dann mach es, aber dann. Ich habe auch keinen Platz, das zu bauen. Ach so, okay, aber vielleicht ist hier unten irgendwie Platz. Das ist alles zu schräg. Also ja, kann man machen, aber ich würde das jetzt hier einfach klein lassen. Okay. So, was heißt hier lösen? Und tschüss. Mann, jetzt hätten wir es aber auch schießen können. Also naja, ganz ich wollte jetzt, weißt du, ich habe so gedacht hier. Ja, aber wir müssen eben was essen. Hier Schwein gehabt und so. Weißt du? Okay. Dachte ich. Ich wollte das arme Viech jetzt hier nicht irgendwie, weißt du? Ich dachte mal irgendwie. Ah, das ist den Sentimentalen, okay, verstehe. Wollen wir da jetzt pennen gehen oder was ist dein Plan? Ja. Gut. Gute Nacht. Geil, ich darf hier draußen bleiben. Ja. Okay. Ja, schön bis 7 Uhr. Geil. Dann ist auf jeden Fall wieder hell. Oh, schön mit Sonnenaufgang hier, aber immer noch im Regen. Läuft. Oh, mir schon fertig. Ja. Kann es denn einfach die gesamte Zeit regnen? Essen ist halt nicht so scheiße. Ich hab ja, deswegen hätten wir ja das Schwein gebraucht. Ich habe nämlich tatsächlich auch Hunger und habe nichts mehr. Hier sind noch Schnecken. Was ist hier unten? War da nicht irgendwas Fisch noch drin, irgendwie in der Pfanne? Ich nicht, guck mal. Oh, Schnecken bringen ja mal gar nichts, ey. Also da drüben ist auf jeden Fall ein Ara. Oh, sehr gut. Hier ist irgendwo noch ein Kind. Das, ja, das heult die ganze Zeit darum. Ach, da hinten ist das, okay. So, brauchst du auch was zu essen eigentlich? Ich habe noch Bananen gefunden. Mhm. Lege ich mal hier hin. Aber gibt es hier nicht Vögel drin, sag mal, so fette Dinger? Ah, okay, also.
Nee, also hier ist nichts drin. Da muss man auch was reinlegen, sonst kommt da nichts. Ja, wieso? Das kam doch jetzt die ganze Zeit. Aber ja. So, ich mache einen Pilz rein. Mal gucken. Na gut, also ein paar Bananen habe ich gefunden. Ja, okay. Liegen hier. Ich habe hier noch so ein Federviech. Perfekt. Wir müssen ja jetzt hier mal gleich die Geißel überfallen gehen, wa? Ja, ja, deswegen brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen, ich hab Blut irgendwie. Was? Was? Du hast Blutegel. Ich habe gerade verstanden, ich blute hier ohne Ende. Ich dachte mir, was? Genau, ich check noch mal, ob ich hier irgendwas finde. Ich leg mal eben ein bisschen Feuerholz nach. So, so. Ich mal einen Pfeil nicht mehr. Sehr gut. Ein bisschen Holz noch. Zack. Okay. Find's nix. Die Jungs sind wieder am Rumbrüllen. Okay. Hier ist noch ein Fisch. Ah, die holen wir uns jetzt gleich, die Kollegen. Ja, ich habe leider ein bisschen. Warte mal, ich guck mal gerade, was fehlt mir. Rot und grün und Wasser. Ja, Wasser ist ja hier. Grün ist auch. Warte mal. Rot ist Proteine. Grün ist, glaube ich, Fette, ne? Fette haben wir in der Tat nicht. Ja, Fette habe ich auch zu wenig. Ich guck mal hier, hier ist ja ein bisschen Gewässer, hier sind auch eine Menge Schnecken. Und hier ist ein. Stupid piece of shit! Und wieder keine Axt mehr. Das ist nicht so gut. Ich hab auch einen Stein zu wenig. Hast du noch einen Stein zufällig? Ich guck mal gerade. Ne. Das ist nicht gut, weil ich habe keine Axt mehr. Hier sind ein paar Früchte. Ah, hier ist ein Stein. Sehr schön. Große Fische. Das wäre geil. Braucht man vielleicht Pfeil und Bogen dafür? Oder was, was meinst du? Na, könnte man auch. Wäre auch eine Möglichkeit. Ja, warte mal. Ich guck mal kurz, ob ich das irgendwie hinkriege mit dem. Ja, ich glaube, wir müssen schon, aber dann brauchen wir halt wieder ewig, bis wir loskommen, wenn wir jetzt hier noch übelst Essen suchen. Aber andererseits müssen wir uns ja irgendwie schützen, ne? Ich schwimme mit voller Energie dahin. Ich habe hier noch ein Palmherz gefunden. Schon mal gut. Ja, geil, ich habe auf jeden Fall den Fisch erlegt. Cool. Mit dem, na hier, Pfeil und Bogen und so. Geil. Kann ich jetzt auch nicht für möglich halten, aber ja. Ist doch super. Was war das denn jetzt? Was? Scheiße, der Rochen. Oh, du bist vergiftet? Ja, Hurensohn. Entschuldigung. Oder? Ja, ich bin vergiftet. Na, scheiße. Aber ich hab'n dafür hier. Ja, super. Musst aber dann schlafen. So, ich hab dir ein bisschen Fisch mitgebracht. Achso. Supi. Schön trinken und schlafen wahrscheinlich, ne? Ja, mal gucken, wie ich das jetzt hier. Der hat mich ja kochen lohnt, dafür nicht. Ja, muss ich einen Verband drüber? Nee, kann ich nicht. Verband? Gar nicht. Was mach ich denn da hoch? Verband? Das geht nicht. Ja, wahrscheinlich Ascheverband. Tabakverband. Hast du Tabakverband? Warte mal, ich hab einen. Komm mal her. Liegt hier. Am Feuer. Ich gehe mal direkt neue Tabakpflanzen suchen.
Ja, es ist ja jetzt hier nicht so schön mit dem, ne? Und so. Ja, schon. Jetzt haben wir aber halt keinen mehr. Also, ich meine, gut, wir haben uns jetzt auch lange nicht vergiftet, aber das ist jetzt semi-optimal. mal eine Runde probieren. Das wird ja dann hoffentlich helfen. Oh Gott. Was? Ich bin hier einfach gerade in so einen Typen reingerannt. In so einen Typen? Ja. Habt ihr euch berührt? Ich hoffe, er hat mich nicht gesehen. Ich glaube, er hat mich gesehen. Oh Gott, ich höre komische Musik. Scheiße. Wir sind hier. Wir sind hier. Ja, das sehe ich schon. Oh Gott. Alles klar, komm her, du. So, der ist tot. Auch tot. Perfekt. Alle tot. Ich speichere. So, erstmal speichern. Sicher ist sicher. Gut. Alles klar, die haben es hier jetzt ordentlich dezimiert, aber wir haben es geschafft. Okay, jetzt ist meine Vergiftung weg. Mein Fieber geht auch gleich weg. Okay, alles klar, ich bin stabilisiert. Kann uns hier schön noch Rüstung bauen gleich. Sehr gut, ich muss erstmal was essen. So, ich muss mich mal ganz kurz angucken, weil ich glaube, ich habe nämlich eine Wunde. Okay, Ich bin auf jeden Fall mal also. hart schmutzig und ich habe auf jeden Fall eine Wunde. Das ist nicht so schön. So, Wunde Nummer 1. Gut, okay. Also die an hat aufgehört zu ringen übrigens. Hast du die Rüstungen schon angelegt? Ja. Okay, das ist schon mal gut. Ja, die habe ich von vorhin schon. Perfekt. Also, Ich mache jetzt die neue. Alles gut. Ich habe hier Knochen. Ich habe hier noch mehr Knochen. Die nehmen wir hier erstmal weg, den Kollegen. Okay. Genau, schmeiß einfach hin. Ich mache Rüstung. So, Fleisch ist jetzt auch fertig. So, Rüstung Nummer Uno. So, dann machen wir den Fisch noch fertig. Boah, ich muss mich unbedingt. Wie geht's dir so körpertechnisch? Wird alles okay erstmal. Ich habe hier eine Knochenzünglerschuppe. Naja, die brauchen wir nicht. Okay. Ich gehe mich mal kurz. Wow. Ja, ich muss mich auch waschen. Übel schmutzig und Ekel habe ich auch schon wieder. Ich gibt's halt echt das mit den Fischen. Ich gehe mal noch gucken, ob ich noch mal Fische kriege. Und dann, Ja, okay. Also es wird heute auf jeden Fall nichts mit dem Lager angreifen, aber gut. Warum? Dann pennen wir noch mal eine Runde. Nein, wir müssen erstmal wieder zu Kräften kommen. Oh, hier ist ein Piranha in der Falle gewesen. Den packe ich auch auf den Grill. Cool. Das war jetzt ja hier echt ein ganz schöner Mu Sind doch hier. einfach so gekommen, war, oder? Ja, ich bin der Meinung, der eine hat mich gesehen. Es kann sein, dass ich die angelockt habe, aber das weiß ich nicht. Würde mir auf jeden Fall leid tun, wenn es so wäre. Okay, verstehe. Naja, gut, okay. So, Nicht jetzt ist so hier noch so ein schlimm. Typi. Zack. Zählt halt auch. Oh, warum habe ich denn Fieber? Also ich habe auch Fieber, aus irgendwelchen Gründen. Ich habe wahrscheinlich eine entzündete Wunde. Gehe ich mal von aus. Was? Ah, Ich habe Fieber. Echt? Ich habe wahrscheinlich eine entzündete Wunde. Oh ja, ich habe eine Eiterwunde. Läuft. Okay. Das ist nicht gut. Hier. Das gefällt mir nicht. Haben und Ja, habe ich gerade aufgeschmissen. So. Gut, ich muss mich nochmal waschen gehen. Haben wir ja direkt ein bisschen Stress, wa? na, war kurzzeitig ein bisschen aufregend, ne?
Naja, bisher ist noch nicht alles wiederhergestellt. Ja, du bist ja mit dem Bogen auch echt fit, ne? Ja, das ist gut, aber trotzdem. Ich muss jetzt erstmal mein Schieber noch weggehen und meine Werte sind nicht so gut. So. Ah, ich bin durstig. Okay. Das ist schon mal okay. Ich muss mal was trinken hier. Oh, da ist leer. Dann gehe ich wohl nichts trinken. Ach, hier ist noch was. Okay. Gut. Wie sieht es mit deinen Vitalwerten aus? Ja, ist halbwegs okay. Okay. Gut, ich habe jetzt hier die dritte Knochenrüstung mal fertig. Okay, können wir sogar noch eine machen. Nice. Ich Knochenrüste über uns hier. So, den hab ich. Das ist sehr gut. Ich muss mal hier was essen. Ich kann dir jetzt nicht alles übrig lassen. So. Oh, wir müssen doch unbedingt gucken, dass wir Fette kriegen. Gewittert oder gedonnert, ne? Ja, es ist aber gut. Wir brauchen unbedingt auch Wasser. So. Ja, ansonsten, wir haben ja jetzt hier Wasser in der Nähe. Da kann man ja auch einfach... ja, aber ohne rote Pilze wird schwierig. Mit der Schild, mit Schildkrötenpanzer könnte man ja rein. Naja, ja, wir haben kein großes Feuer. Aber ja. Okay. Kann ich das da hinstellen? Warte mal. Gucken wir, ob ich das hier ranstellen kann. Bei dem Feuer geht. Ja, das geht. Super. Okay. Alles klar. Dann hole ich mal Wasser. Ja, oder was? Ja. So, dann gehe ich mal Wasser holen. Und gehe das kochen. Gut. So. Gut. Okay. Wasser in der Schildkrötendings kannst du dann auf jeden Fall trinken. Bitte? Das Wasser in dem Schildkrötendings kannst du dann auf jeden Fall trinken. Ah, okay. Ich bin müde. Ach, da bist du. Ah, okay, cool. Gerade ein bisschen verzettelt. Boah, ich habe schon wieder irgendeine Lupe. Mann, ich habe ein bisschen Sorge, dass ich da. Was hast du? Ich habe eine Wunde. Und ich werde wieder eine Eiterwunde kriegen. Bin ein bisschen im Arsch. Okay. Hast du dich hingelegt? Ich muss auf jeden Fall mich jetzt hinlegen, aber ich muss auf Feuer nachlegen. Fleisch wegnehmen. Fleisch okay. Essen. Ja, ich geh schlafen. Bringt nichts. Bringt nichts. Zack. Zack. Mein Fieber geht auch langsam weg, ey. Nicht gut. So, mein Fieber ist weg. Schön. Wie sieht's essenstechnisch bei dir aus? Also brauchen wir irgendwas? Alles gut, ich bin eigentlich guter Dinge hier. Das ist soweit echt okay. So. So, Kneisch. Zack. Haben die nicht irgendwelche Waffen hier liegen lassen, sag mal? Boah, weiß ich nicht, musst du mal gucken. Das ist ein Bogen und so. Da steht hier irgendwo was. Wir haben doch mit Pfeil und Bogen geschossen, oder? Ja. Überall ist so viel Holz rum von dem ganzen Rumihacke.
Ja. Sehe gerade nicht. Ich kann gerade gar nicht reden, ich bin voll konzentriert und versuche hier irgendwie Essen zu klären. Ich hab doch da Fische und so. Ja, ach so? Da liegt doch da, auf dem Dings. Ja, ich habe den Rochen hier schon klein gemacht. So, aber Früchte und wir brauchen unbedingt Fette. Also du doch wahrscheinlich auch, oder? Was brauchen wir? Du brauchst doch bestimmt auch Fette, oder? Ich guck gleich mal. Also ich muss hier, irgendwo muss ich jetzt Nüsse finden. Ja, ich kann ja auch nochmal gucken gehen. Nur ich gedacht, ich habe hier keinen Boden gefunden. Ich dachte, die sind hier irgendwie. Dann haben sie beschrieben müssen. Ich glaube, das haben sie wieder drin. Das tut mir echt leid. Was? Nix, alles gut. Es ist nichts passiert. Hast du wieder irgendwas irgendeinen Feind getötet oder? Naja, sagt sie ja nicht, wa? Alles gut. Ist nichts passiert. Nichts, was du wissen müsstest. Ja. Finde ich ein bisschen furchtbar. Naja, wäre halt auch die Gürteltiere, ne, und so. Aber ich sorge für unser Überleben. Nicht mehr und nicht weniger. So, weil nämlich Schweinefleisch, soweit ich weiß, auch Fett gibt. Ja, mit Sicherheit. Ja. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Pekari erlegt. Das war in der Schlingfalle und das war total unfair, weil es war einfach löcherhaltig. Hast du die Rüstung schon genommen? Ja. Hab ich machen tun. Ja. Ich bin ein schlechter Mensch. Es war ein gefangen und ich hab's getötet. Es konnte sich nicht wehren. Das war es kein Schweinebaby, ne? Ja, oh, hör auf. Das war auch so schrecklich von mir, wirklich. War schon ein bisschen, ne? War richtig, richtig boshaft. Ich wusste nicht mal, dass es boshaft ist. War einfach nur schlimm. Ja, es war schon ein bisschen grausam. Und dann stand da auf einmal Tapir-Baby, ey. Bis heute nicht überwunden, wirklich nicht. Naja, aber ne, man muss ja irgendwie überleben und so. Ach, da sagst du jetzt so. Ah. Du hast ja nicht das Tapir-Baby ermordet, das war ja ich. So, jetzt, also fleischtechnisch sind wir jetzt gut aufgestellt. Auf einmal wieder. So, ich lege jetzt hier mal ein paar Rüstungen an. So, dann schauen wir doch mal. Siechen. Haben wir noch eine Rüstung? Haben wir noch eine Rüstung? Oh, ich habe sogar noch überall Rüstungen. Dann werde ich wohl doch keine anlegen. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Gibt es hier irgendwas, was hier noch so ein bisschen rumfleucht? Nee, hab ich nicht. Boah. Große Steine, das ist auch schön, aber die brauche ich jetzt gerade nicht. Boah, es gibt das schon wieder so richtig schön. Was sagst du? Es fängt schon wieder richtig an zu gewittern hier. Ist immer gut für Wasser. So, ich habe hier noch eine Kokosnuss gefunden. Kann man eigentlich auch immer hier brauchen, wa? Da ist vor allem Kokosfleisch drin und das wäre wichtig. Ja, ist klar, ich bring's mit. Also die Ecke ist eigentlich relativ ergiebig so, was so bestimmte Dinge betrifft. Okay. Also Nahrung und so weiter, das ist eigentlich, läuft ganz gut hier. Ja, hier auch fleischtechnisch haben wir jetzt hier einen guten Durchlauf.
Wasserschweinfleisch ist auf jeden Fall auch schon gut. Ich muss unbedingt pennen, ey. Bitte? Nee, ich habe gerade mit mir gesprochen, ich muss unbedingt pennen. Oh ja, Wasserschweinfleisch gibt auf jeden Fall Fett. Das ist richtig gut, dass ich das alle erlegt habe. Also du kannst dir hier mal eine Runde Fett abholen kommen, wenn du willst. Ah, ich muss mal eine Runde eine Mütze Schlaf holen hier. Geht halt gar nicht. So, ich hab hier noch ein bisschen was. Was ist das hier im Weg, ey? Hm? So. Supi! Oh, wow, richtig gut. Hier das dunklere Fleisch, was hier liegt, ist vom Wasserschwein. Das gibt auf jeden Fall Fett. Ja. Ach so, du, ja, du schnuppelst ja, schon, alles klar. Noch irgendwie zwei Schritte mehr und wir haben es. So, Piranha-Fleisch. Ja, wir werden jetzt auch erst dann morgen wahrscheinlich losmachen. Das hat uns jetzt hier doch nochmal zurückgeschlagen. Die Verletzung und der Angriff und die Vergiftung und so. Oh, guck mal. Bei mir schwebt der Knochenzüngler jetzt an der Decke von... Oh, nein. Der Knochenzüngler schwebt übrigens gerade gen Himmel. Ich kann den leider nicht mehr payen. Der ist bei mir weg. Der fliegt gerade an die nach oben. Da oben, ja. Ist das bei dir auch so? Ja, ja, ich sehe ihn auch. Der schwebt jetzt da oben. Oh. Ist ja nicht schlimm, aber. Kannst du den Pfeil irgendwie? Ich guck gleich mal. Sah auf jeden Fall witzig aus, wie der so durchs Dach durchgeflogen ist und so. Nee. Kann ich nicht. Scheiße, kommt man da irgendwie hoch? Ist doch jetzt auch egal. Ist halt ein Bug. Ja, der riecht halt auch irgendwie. Ja, ist halt ein Bug, also ganz ehrlich. Ja, aber nochmal, also der riecht ja irgendwann. Ja, dann guck, wie du da runter gehst. Na gut. Meine Güte. Nee, geht nicht. Nee, geht nicht. Ja, das ist ja auch umsonst irgendwie, ne? Und so. Ja. So, dann können wir eigentlich gleich auch wieder pennen gehen, wahrscheinlich, wa? Der einfach hochgeschwebt, oder? Ja, ja, der ist einfach vor meinen Augen hochgeschwebt, dann an der Decke kurz hängen geblieben, dann raus. Also. Ich will auch irgendwie kochen oder braten. Das wäre ja mal was. Ist die Schwingfalle oben wieder gespannt wahrscheinlich. Ja. Ja. So, Fleisch haben wir jetzt hier üppig. Und ich brauche... Na, Pfeile habe ich. Okay. Was brauchst du? Nee, nee, alles gut. Ich habe nur... Ich glaube, ich Pfeile brauche, aber das passt. So, dann mache ich mal hier nochmal Feuer. Zack. Brauche ich jetzt nochmal Pfeile? Ich habe ja noch genug Federn. Ah, sicher ist sicher wahrscheinlich, ne? Ih, jetzt schon wieder gewurmt. Hat es dich angewurmt? Ja, ich hab's erlegt. Ach, sehr gut. Ich sollte vielleicht auch mal gucken, wie haltbar mein Bogen noch ist, ne? 63%, okay. Das ist doch gut. Ja, zack. Zack. So. Bestimmt schön Proteine. Na, wahrscheinlich. So, ich baller hier nochmal eine Runde Pfeile. Ja,
Gut. Ja, hab ich. So. Ja? So. Kokosnussflaschen haben wir genug, ne? Drei. Das war nicht die Frage, ob wir genug haben. Meine ich glaube, drei reichen. Okay. Oh, das ringelt wieder sehr gut. Sammeln. Sind die alle hier? Ach, hier sind die. Okay. Gut. All klar. Wollen wir pennen gehen oder was? Ja. Morgen dann Essen trinken und dann fertig machen für die große Schlacht. Sisi, ich bin weg. Gut, Nächtler. Ich auch. Na, bis 4 Uhr schlafen wir noch. Das ist ja nicht lang. Ja, gut. Das ist halt noch nicht hell, das meine ich. Dann überraschen wir sie. So, was fehlt mir denn jetzt? Wasser und Grünes. Na, wir brauchen auch wieder Kohlenhydrate. Das ist jetzt das nächste Problem. Wir rennen hier die ganze Zeit unserem Bedarf hinterher. Also ich habe nur ein halbes Leben. Das ist undankbar. Na, und wo geht sie hin? Ab in die Schwimmfalle. Nee, ich habe nach Bananen geguckt. Weil wir brauchen tatsächlich Eiweiß. Kohlenhydrate meine ich. Ich weiß ja nicht, was auf dir fehlt. Also mir fehlen Fette und Kohlenhydrate. Ja, unschön. Da war noch ein Fisch drin. Das hat mich zum Hinpacken. Hab nichts zum Reinpacken. Gibt's ja gar nicht. Hier, Fisch. Ach, ist ja niedlich. Meine Güte, das ist ja. Ja. Wenn ich ihn aufs Bett gepackt, dann ist der Untertitel fein. Ja. Kannst du nicht mehr ran. Oder du bist. So. Ja, da ist dann wieder in der ein Schwein gestorben. Für unsere Fette ist jetzt gerade ein Schwein gestorben. Tja, ja, die Schlingfalle ist gut. Also ist zumindest sehr effektiv. Unbekannte Zwiebel gefunden. Ah, die kann man bestimmt kochen oder essen. So, schauen wir hier schon Fleisch auf. Hier, guck mal, ist das ein Gerät? Oh ja. Shit! Seriously? Was ist jetzt passiert? Was ist das jetzt hier? Unbekannte Rotzähne. Hast du die gesammelt? Ja. Die hättest du essen müssen. Vielleicht kann man die aufkochen oder so. Na, sammeln? Nee, Wurzel kannst du einpflanzen wahrscheinlich. Würde ich mal schätzen. Ja, man kann die ja jetzt irgendwie, also man kann ja, also jetzt wahrscheinlich nicht umsonst, das, aber gut essen kann ich jetzt auch nicht. Ja. Ich kann kannst kochen. Du Wurzel ja. Wahrscheinlich pflanzen. Aber vielleicht kann man die kochen und dann irgendwie antibiotisch oder so. Also ich weiß ja, wo die Pflanze war und wie die aussieht. Also, und genau. Wie sieht die aus? Das war die mit den grünen, also sehr zu grünen Blätter mit dem weißen Rand und maroden Blüte. Okay, der Weiß finde ich ja tatsächlich mal interessant. Ach Mist, die muss Feuer noch machen. Also die kennst du hoch, da bist du schon ein paar Mal dran vorbei. Die ist relativ hoch. Relativ groß. Ich höre schon wieder Schritte hier. Was bist du? Ja, bin ich. Ach. Wird jetzt langsam hell. Wir müssen wahrscheinlich bald dann wieder los. Also naja, nee. So eilig ist es doch nicht. Wie ich es gerade anklingen lassen wollte. Ja, nee, aber wir sollten das mal machen, ne? Nicht, dass wir es jetzt wieder. Ja.
So, Feuer nachlegen, zack. Ich hab die jetzt nochmal gefunden. Fleisch. Können wir mal gucken, vielleicht kann man ja Zwiebelsuppe kochen oder so. Schon mal schön. Tja. Ah, hier ist wieder so ein. Ha? So ein Stammesbums, den habe ich mal. Kaputt gemacht. Weggeknüpft. Sehr gut. Ach, da hinten. Na, okay. Jetzt ein bisschen kurz verlaufen. Ich wollte gerade fragen, weißt du noch, wo du bist? So, Wasserschweinfleisch für dich ist auch gleich. Obwohl, nee, drei Viertel fertig, also, aber ist auf jeden Fall für dich das Fleisch. So, hier hast du jetzt, kannst du mal hier. Soll ich die mal essen, die Zwiebel? Einfach? Ja, mach doch mal. Also, wenn ich jetzt vergiftet bin, dann können wir nicht los, ne? Ja. Ey, super, 60 Kohlenhydrate. Oh, dreimal Lebensmittelvergiftung. Upsi. Hätten wir vielleicht doch kochen sollen. Ja, also definitiv beim nächsten Mal kochen. Super. Oh, nee, doch nicht. Ja, manchmal, ne? Ah, schlafen hilft. Richtig gut gegen Lebensmittelvergiftung. Top. Ey, das zerstört doch das Menschenfleisch. Jetzt hat sie das hier hinten nur hingestapelt. Ja, ich hab's einfach rausmachen. Nee, ich hab's einfach rausgeschmissen. Wollte es nicht in meinem Inventar haben. Sag ich mal, wie es ist. Ja. Also die Zwiebel müssen wir beim nächsten Mal kochen. Lebensmittelvergiftung ist nicht witzig. So. Das Wasserschweinfleisch kannst du gleich essen, wenn du möchtest. Das hat auf jeden Fall Fette. Interessant, ich habe gerade das Menschenfleisch gesammelt und jetzt finde ich es aber nirgendwo. Auch spannend. Hast du jetzt eigentlich genug Rüstung bei dir? Ja, ne? Alles an, ja. Ach, Verband. Ich habe nur zweimal Verband. Hast du nochmal Verband? Ja, ich glaube, ja. Okay. Gut. So, was ist denn jetzt? Machen wir jetzt hier Lack oder was? Ja. Ich habe hier noch eine Banane für jeden. Warte. Hier. Gibt es ein Bananchen? Hier. Na denn? Los. Nehme ich noch einen Drink. Speicher nochmal. Und dann geht's ab. So, ich komme, warte. Bin da. Ich habe ein bisschen Angst. Ach. Es waren viele. Naja. Jetzt halt ein bisschen die Frage, ob man das dann. Warte mal, wir können ja auch von hier oben, weißt du? Da ist Tabakpflanze, warte mal. Die nehme ich mit. Gut. Renn mal nicht so. Sonst bist du gleich außer Atem, wenn du da ankommst. Und dann kannst du nicht kämpfen so gut. Oh ja, das ist gut. Das ist gut. Wo sind die? Hier vorne, direkt unter uns. Wo? Direkt unter uns. Bei mir ist keiner. Hier rechts, links, daneben, zwischen den beiden Dingern. Ich höre nur Stimmen. Alina, da direkt. Rechts, links. Ah ja. Oh, ruhig wie die jetzt mal. Headshot. Also ein Headshot ist es. Die kommen hoch. Achtung. Ja, kommt einer jetzt ja angespiked. Soll er mal kommen. Headshot. Was von wem auch immer, einer von uns. Hier sind auf jeden Fall Heulekinder unten. Oh, die befreien wir jetzt, oder? Ja. Na dann komm mal. Kommst du mit? Ja, ja, bin da. Das war jetzt ja auch, also jetzt. Ja, wir haben ja schon welche weggemacht bei unserem Lager. So. Na, Doch. Muss man machen, so nicht, dass die dann abgehauen werden müssen. Ja.
Süß machen? Shaped like a devil with large teeth and no skin. Na denn? Können wir den auch wegkloppen hier? Ja. Ha? Hier schön bauen können. Ja, das stimmt. Gibt's auf jeden Fall noch ein paar lange Stöcker, die wir mitnehmen können. Ein Speer. Dann ist oben. Also, gut. Das ist eine Menge Holz. Ha? Das ist eine Menge Holz. Ja. So, sehr gut. Oh, schöner Platz wäre hier, wa? Ja, wollen wir die langen Stöcker einfach mitnehmen? Ja, wir brauchen die nicht wirklich, oder? Na, für unser Vor. Also, ist nur eine Frage. Wir müssen das Vor auch nicht weiterbauen. Das war jetzt nur so eine Idee. Naja, also im Grunde, also... Oder sind wir, könnte ja sein, dass wir jetzt safe sind, weil wir haben das Lager ja zerstört. Das meine ich. Ja, hast du wahrscheinlich recht. Okay, mich dem hier schön den Kopf geschossen. Dem Fohl. Hey, gut. Gelesen, war das hast du? Ja. Okay. Also, ich bin los, ich muss zurück. Ja, los. Ich habe jetzt auch üppig Obst und so mit. Warte, wo bist du? Stopp. Ich habe mich verlaufen. Okay, ich komm, hab dich gesehen. Ich habe jetzt gedacht, ich finde nicht zurück. So, wenn da. Danke. Da haben wir die ja schön weggemacht. Das ging jetzt eigentlich einfach. Naja, die waren halt schon dezimiert, ne? Also es war jetzt auch Wo bist du denn schon wieder? Ich bin nur links, rechts angelaufen, weil da war eine Kokosnuss. Ah, okay, gut, alles klar. Ich dachte, ich laufe schon wieder falsch. Nee, alles gut. Du bist da voll richtig. Okay. Immer schön geradeaus. Ja, ich hab's gefunden. Ich hab nach Hause gefunden. Ist das schön? Nein. Ja. Schon mein, ey. Boah, ich hab so richtig schön viele Bananen für uns. Und auch noch so anderes Obst. Und unser Fleisch ist uns verbrannt, weil wir weggegangen sind. Das Wasserschweinfleisch ist das Schwein umsonst gestorben. Was für ein Fleisch? Das Wasserschwein. Was ich getötet habe. Ist jetzt verbrannt, haben wir umsonst getötet. So, ich bin wieder am Verlupseln. Du schläfst schon wieder. Okay. Du bist ja auch immer müde, ne? Ja. Ja. Naja. Wieder was weiß ich. Ja, wie gesagt, wir haben aber auch schon 5 von den Typen getötet, ne? Darf man nicht vergessen, weil die halt immer mal vorbeigekommen sind. Hier ist übrigens ein Stammesbogen, glaube ich. Ja, brauchst du noch einen Bogen? Nee, aber den kannst du mal in das Lager kann ich nicht, weil ich ihn nicht nehmen kann. Ach so. Tatsächlich kann ich das nicht. Dann mach ich mal hier meinen raus. Oh, nehmen wir mal den mit hier. Thomas Bogen ist besser als kein Bogen. So, habe ich jetzt hier Bananen? Habe ich herausgepackt. Ja, kannst du essen. Würde ich ja mal sagen, wir gehen in die Höhle, oder? Hm. Obwohl ja da noch ein Kind war, ne? Wo? Na, auf der Insel hier sitzt ein Kind. Ja, aber wir wissen jetzt ja nicht... wo das Lager ist. Ach ja, dann fängt ja die Story wieder an.
Ich werd irre. Bist du da? Ah ja, gut, du bist da oben. Bin ich da? Ich bin im Lager. Ja, ich dachte, wir gehen mal eine Runde. Warte. Komm gleich mit. Ich muss den mal nur auspacken. Brauchst du Fette? Ja. Dann gebe ich dir gleich mal ein bisschen Kokos und Fleisch. Nee, das habe ich selber gegessen. Okay. Das ist alles okay. Dann nicht. Gut. Na, was ist kaputt, ja? Meine Axt. Deine Axt. Die hat sich veraxt. So. Sehr gut. Weg. Alles klar. Dann kann ich das jetzt hier nämlich essen. Wenn du es nicht brauchst, dann können wir meinethalben los. Warte, ich mach gleich nochmal das Feuer. Und dann können wir los. So. Ach, so. Auch ein Stachel. Ah. Ja, so. Dann müssen wir einen langen Stock irgendwie besorgen. Warum? Um mir eine Axt wieder zu bauen. Ach so, stimmt. Du hast ja mal diese Killer-Axt da. Mhm. So, wo bist du? Ach so, ja, ich bin hier. Dann müssen wir hier rein. Tüdelü. Bin da. Zum Lesen. Obsidian ist jetzt hier drin, dann gehen wir mal hier links lang, oder? Wo bist du? Okay. Bin da. Mich gefühlt schon wieder verlaufen. Ich hab ja weg. Ja, guck mal, hier ist eine Leiche. Die müssen wir noch mal regeln hier, die Nummer. Sehr gut, dann machen wir das doch gleich. Achso, ja. Waren wir da noch nicht fertig? Nein. Das hast du gerade klar gemacht. Ja, ne? Ja, genau. So. Okay, ich brauche auf jeden Fall eine Axt. Na ja, hier kommen ja jetzt lange Dinger runter. Kannst du dir einen nehmen? Ja, aber ich brauche ja einen Schuss. Ich brauche ja einen Stein. Ach so, ja stimmt. Du brauchst ja dann immer noch einen fetten Stein. Ich will mal schnell suchen. Wahrscheinlich irgendwo einer rumliegen. Hast du hier schon mal am Scheiterhaufen rum? Oben liegt einer, wenn ich da rankomme. Geh nicht zu weit weg, ne? Ich will hier nicht alleine sein. Palmblätter. Das ist schon spannend hier. Ja, aber denke dran, ich will nicht alleine sein. Naja, weißt du, ist ja hell. Na dann? Ist ja green hell. Kommen ja keine bösen Menschen, Tiere. Nö, die sind alle weg. Jetzt. Dafür höre ich gerade zu viele Schritte. Ach nee, du bist ja da. Naja. Das bin ich. So. So, was brauchst du jetzt? 4 Holzbretter. Feuerbretter. Also 4 Holzscheite quasi. Kommt. Hopp. Das läuft hier. Wie am Schnürchen. So, eins ist noch. Ja, bin da. Palm, Bananenblatt. Ja. Bananenblatt. Hammerchen. Bist du schon wieder im Eimer? Hör das doch. Du schniefst schon wieder so. Bist du schon wieder im Eimer? Ich die ganze Zeit. Das gehört dazu. So, und jetzt ein Feuerchen. Warte, ich mach. Ja. So. Bin ich Let it burn. Let it burn.
Mach ich Angeln, Humpen da. Und brennen. Mach ich. Feier. Anake Kuakara Nama. So, alle dicht. Alles Gleiche. Dann würde ich sagen, wir gehen mal hier in die Richtung. Hier geht's auch nochmal rein, ne? Ah, ja. Hey, du, ich bin da. Ja, ja, alles klar. Hier hoch. War das jetzt? Ich wollte was umhauen. Achso, du wolltest hier dich durchs Unterholz schlagen. Richtig. Na, mach jetzt hier. Hier geht's halt überall rein, ne? In so Höhlen und so. Hab mich schon wieder komplett verlaufen. Du bist hinter mir? Ja. Hier sind Früchte. Fruchte. Oh, snacken wir doch gleich weg hier die Nummer. Ah, hier sind wir. Okay. Was? Hier sind wir also. Aha, okay. Ach, wieder am Lager. Sehr gut. Sehr schön. Wir gehen jetzt mal eine Runde weiter. Ich hatte das schlimme Gefühl, wir haben uns verlaufen, aber haben wir scheinbar auch, sonst wussten wir, dass wir wieder hier sind. Das ist der Baum mit dieser Wurzel, mit dieser Zwiebel hier, ja? Warte, ich guck gleich. Ich muss hier erstmal Bananen essen. So, ja. Ach, der rote. Hm? Ja. Was ist das hier? Mangroven oder was? Mhm. Aber richtig. Aber richtig? Aber echt, ey. Aber Hachi. Ich weiß schon wieder nicht, wo wir sind. Das ist unglaublich. Ich bin aufgeschmissen. Können wir mal langsam die Karte finden? Warte, ich muss mal hier. Hier, warte. Ich bleib stehen kurz. Ich muss mal hier Tabakpflanzen. Ach, scheiße, ich hab keinen Platz mehr. Oh. Wir sind gut an. Komm doch mal weiter jetzt. Ja, ich sammle gerade Verbandsblätter ein. Ja, wir auch haben für dich. Wir haben doch genug. Wo bist du denn? Hinter dir. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5. Das ist schön für dich, ich nicht. So, komm mit. So, okay, hier ist Dickicht. Wir kommen auf jeden Fall wieder zurück. Das ist super, weil ich habe schon wieder die Orientierung verloren. Ach nee, da ist der Baum. Oh, hier sind Benenskis. Und ein Stein. Where the three rocks cry. Okay, dann. Wo bist du? Bin den Baumstamm hochgelaufen. Ah, okay, gut. Du warst nur wieder so schnell weg. Nee, du warst zu langsam. So, also gut, hier sind noch ein paar Früchte, wenn du willst. Ansonsten sind wir hier erstmal durch mit der Nummer. Läuft. Noch mehr Früchte hier. Boah, ich bin überladen. Könnte sein, dass ich ein bisschen Essen für uns eingesammelt habe und jetzt überladen bin. So weit weg, Snicken. So. Los. Oh, hier ist noch mehr Essen. Das muss ich mitnehmen. Tut mir leid. Warte auf mich. Oh, ich bin schon wieder überladen. Scheiße. Ich bin gleich da. So, jetzt. Ich habe den ganzen Rucksack voll mit Essen. Na, schön. Ja. Mit Obst und mit Obst und mit Fleisch. Oh Gott, hier ist noch mehr Fleisch. Ich brauch's. Ich muss es mitnehmen. Tut mir leid. Und noch mehr Fleisch? Da kam Vogel, oder was? Ja. Achso. Ja, den kann man. Das, was schon tot ist, kann man dann auch mitnehmen, finde ich. Was machst du jetzt? Ich dachte, wir gehen nochmal zurück ins Lager. Ja, wir machen es gleich. Ich wollte nochmal kurz hier rein schnökern. Ernsthaft? Oh Gott. Oh Gott, das ist doch schon wieder alles viel hier. Alter, schön. Was? Warte, bleib mal unten, bleib mal unten, bleib mal unten, bleib mal unten. Warum? Warte mal, hier. Was? Da ist ein See. Oh, krass, ja. Kann man auch tauchen. Oh, scheiße, ich muss pennen. Na, dann komm zurück ins Lager. Das schaffe ich nicht mehr. Bitte? Nee. Ich gehe zurück. Mann, ich muss jetzt wieder bei dir bleiben, weil du schon wieder hier oben einmalst, ey. Was machst du denn da? Komm doch jetzt einfach mit. Nein, nicht doch da. Was bist du wahnsinnig? Ich hab rote Streifen. Du fällst da fast runter. Nein. Doch. Nein.
Sehe ich dich oder siehst du dich? So. Und so ein. Das ist interessant. So, Lager. Ah, okay. Dann kannst du in Ruhe schlafen. Bringt ja nichts. Wird auch schon wieder dunkel, also. Oh, richtig, wa? So. Naja, gut, dann ab ins Lager. Dann kannst du was essen und dann kannst du schlafen und so. Ach, wie schön. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ah ja. Oh. Ich fühle mich immer richtig gut, wenn ich unser Lager sehe. Das ist richtig, das entspannt sich richtig in mir. Es ist eben so, dass man irgendwie wieder nicht so richtig weiterkommt, wa? Ja. Aber ich glaube, hinter den, also hier irgendwo müssen wir dann weiter. Das ist halt, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Mit auch einfach nur verworren irgendwie, ne? Ja, das ist sehr, ja. Also ich finde das jetzt gar nicht so einfach. Und ich meine, wir haben immer noch keine Karte gefunden. Richtig. Boah, du musst mal Feuer machen, bitte. Ich komme so schnell nicht zum Feuer hin. Wie meinst du? Holz nachlegen. Warte, ich mach's selbst. Nee, alles gut. Ich kann machen. Kein Problem. Ich bin halt krass überladen mit Essen. Kannst mir jetzt mal dabei zugucken, wenn ich das ganze Essen hier rausschmeiße? Schau mal. Kann ich jetzt mal hier alles raus. Unfassbar. Das. So, also, wie sieht's aus? Ich würde dann. Sind wir durch, oder? Ich bin echt müde jetzt. Ja. Ich habe auch so viel hier, ne? Was? Ja, ich habe mal Früchte gestapelt. Ach so, auch. Du hast auch so viele, oh Gott. Okay, wir hatten vorher ein bisschen zu wenig zu essen, jetzt haben wir irgendwie viel zu viel. Hier ist eine Moniera mit einem Dings. Oh. Echt? Cool. Ja, gut, also ich meine, das. Ja, dann können wir jetzt schönen Obstsalat machen. Ne? Ja, ist aber auch schön. Auf jeden Fall hier eine Menge da. Ich, ja. Ja, du, wir können ja auch Feier machen. Wir haben ja jetzt hier endlich das gemacht, was wir wollten, nämlich die Typen besiegt. Richtig. Ich muss mich hinhauen. Ich bin schon wieder am Ass. Ja, wir haben ja hier genug Obst und Gemüse. Wenn du wieder wach bist, gibt's ein Fleischobstsalat. Fleischobstsalat. Ich hab einfach 42 Federn. Ja, da farbe ich die doch. Ja, zu was denn? Pfeile? Ich hab 18 Pfeile. Ja, dann brauchst du einfach was nach. So Vorrat. Muss man doch auch lagern. Ja, weil bräuchte ich ein Regal. Ein Pfeilregal. So. Gut. Wunderschön. Räumchen. Sind wir durch? Machen wir nächstes Mal weiter? Machen wir so. Ich würde sagen, nächstes Mal laufen wir dann einfach auch einfach ja. Ein Stück. Ja. Also Rucksack packen und los. Ich weiß zwar noch nicht, in welche Richtung tatsächlich. Ich bin da ein bisschen überfragt, aber da hinter dir, also wenn du dich umdrehst, da sind ja die ganzen Seen, da könnte man halt nochmal. Ja, oder halt die Höhlen. Da, wo das Dorf ist und eben noch ein Stückchen weiter und gucken, ob da noch was ist. Da müssen wir mal gucken. Weil wir kommen ja eigentlich von da. Ja. Naja. Na gut. Alles klärchen. Schönen Dank fürs Zuschauen. Liebe Grüße an Jungle Boy und Andreas und die Barbara und wie sie alle heißen. Ihr habt bestimmt alle fleißig zugeguckt. Und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Willst du auch noch jemanden grüßen? Nö, danke. Na denn. Bis zum nächsten Mal. Ciao.